So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder eure spirituelle Anarchistin und heute nehmen wir mal wieder das Thema Arbeit an, beziehungsweise unfreie Arbeit ist scheiße. Habe ich ein Buch geschrieben, darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Wenn dich das interessiert, bleib da und schau dir das Video ganz an. Ja. Am Anfang möchte ich nochmal ein bisschen was über meinen Kanal sagen. Ja, ich bin auch kritisiert worden, weil ich ja zu wenig über Astralreisen mache und bin da auch von manchen Kommentatoren auch schon gar angegriffen worden. Also das sind meine alten Abonnenten, muss ich sagen, die aber nicht verstanden haben, dass Astralreisen eigentlich nur ein Teil von meinem Themenspektrum ist, dass ich hier auf meinem Kanal behandle. Es ist nur ein Teil, es ist nicht ein Hauptgebiet, sag ich jetzt mal. Wer das sucht, muss halt auf einen anderen Kanal gehen. Es gibt ja zum Beispiel den Kanal Astralreisen lernen, ja, wo es nur um Astralreisen geht, oder Higher Mind, also beim Andrea Schwarz beim Kanal halt vorbeischauen, oder halt Marco Hümer natürlich. Ich mache halt nur, also behandle Astralreisen nur am Rande, weil ich sag, es ist nur ein Teil von dem, was ich so an Themenspektrum habe, weil eigentlich an meinem Kanal ging es eigentlich am Anfang um das Thema Arbeit, hat sich dann ein bisschen in die spirituelle Richtung entwickelt und es gibt so viele Themen, was einfach interessant ist, was wichtig ist und was zu dem Bereich gehört, spirituell und Anarchie. Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass ich immer Themen behandle, die eben die Leute eben interessieren. Ja, das ist schon mal so. Und wenn den Leuten Astralreisen interessiert, dann liefere ich Astralreisen. Wenn den Leuten aber Drachenlord mehr interessiert, dann liefere ich halt Drachenlord. Und es ist auch nochmal so, laut Google Analytics, da gehe ich immer rein und schaue mal, welche Videos halt am meisten bei mir halt beliebt sind oder halt angeklickt werden. Dann ist es halt doch das Thema Drachenlord und das Thema Mimo und Baraka. Dann muss ich das auch liefern, weil ich will ja auch, dass mein Kanal wächst. Das müsst ihr ja auch verstehen. Das macht doch jeder, finde ich. Ja, und wenn mein Kanal größer ist, wenn ich mehr Abonnenten habe, dann kann ich auch mehr Menschen erreichen. Und wenn einfach das Astralreisen nicht mehr funzt, dann will ich da halt nicht mehr so viel damit machen, weil Kunde ist König, das ist halt Marktwirtschaft. Ich biete immer das an, was die Leute sehen wollen. Das muss einem halt klar sein. Ja, und nach dem gehe ich einfach. Und das würde jeder normale YouTuber ja auch machen. Also. Und oder die, wo es halt nicht machen, mein Gott, die haben halt dann, die kommen halt nie, die bringen halt nie einen Kanal hoch. Vielleicht wollen das auch manche nicht, ich möchte das schon. Ja, also ich möchte schon, dass mein Kanal groß wird. Einfach auf dem Grund, dass ich auch meine Botschaft besser verbreiten kann. Ja, das mal zum einen. Ich möchte jeden, der mich kritisiert, auffordern, und das ist jetzt eine Herausforderung, ein Video gegen mich zu machen. Also ihr hört richtig, ich verlange, dass von jedem, der mich hier in meinen Kommentaren immer so viel kritisiert, auch die Leute, gerade die Leute, wo sagen, ich behandle das Thema Drachenlord und Mimo Baraka nur, um meinen Kanal zu pushen, werde ich jetzt dazu zwingen, dass sie ein Video gegen mich machen. Und einfach deswegen, dass sie mal sehen, was es für Arbeit ist, ein Video zu machen, wie schwierig das ist, einen Kanal hochzubringen. Ich will ja auch, dass er mal, da vielleicht mal Leute an ihrem Kanal mal ein bisschen arbeiten. Und verlangen jetzt von jedem Kritiker, dass Kritikerin, dass sie oder er mir ein Gegenvideo bringt oder Antwortvideo. Zum Beispiel, wo die Julia oder die spirituelle Anarchistin nicht recht hat, zum Beispiel, ja. Verlange jetzt. Und wenn ihr das nicht tut, werde ich eure Kommentare nicht mehr beantworten, ihr Kritiker, ihr Hater etc. Ich werde es einfach nicht mehr beantworten, beziehungsweise habe ich auch geplant, dass ich die Kommentarfunktionen abschalte. Aber dazu mache ich nochmal ein spezielles Video, weil da gehe ich nochmal auf die Details nochmal ein. Ja, was ja auch noch aktuell ist, ist jetzt da gerade die Sache mit dem Hambacher Forst. Passt auch ein bisschen in das Thema unfreie Arbeit. Ja, passt eigentlich dazu. Ich möchte da auch nochmal ein separates Video machen. Ich möchte nur mal sagen, es ist einfach der Hammer, was da alles abgeht. Ja, warum lässt man die Leute nicht in Ruhe?
Ich wäre auch hier so, dass es Möglichkeiten gibt für Menschen, dass sie so freies Waldleben leben, dass Menschen auch im Wald leben dürfen, den Wald nutzen dürfen für also Selbstversorgung oder halt einfach um dort zu leben. Der Wald gehört jedem und nicht irgendwelchen, was weiß ich, Konzerne oder sonst was. Wie kann man eigentlich einen Anspruch auf die Natur heben? Welcher Mensch erlaubt sich sowas, frage ich mich echt. Ja, das werde ich nochmal behandeln. RWE will Arbeitsplätze schaffen, um mal gleich mal in das Thema Arbeit zu flutschen von dem Thema. Also RWE, der Stromkonzern, will ja damit Arbeitsplätze schaffen. Es wird endlich Zeit, dass der Mensch sagt, wir scheißen auf eure Arbeitsplätze, wir brauchen sie nicht. Das sind keine Arbeitsplätze, das sind Mobberplätze, das sind Ausbeuterplätze und das braucht man nicht. Was wir brauchen, ist wieder ein freies Naturleben, Selbstversorgung, Selbstverwirklichung. Das sind die drei Pfeiler, ja. Selbstständig machen, dass jeder sein eigener Chef ist, Selbstversorgung durch autarke Energiesparhäuser, Autarkhäuser, durch eigene Stromproduktion, also Solarmodule auf dem Dach jetzt zum Beispiel, Wasserversorgung durch Regenwasser sammeln und Biokläranlage, also quasi das Wasser wieder verwenden etc., dass der Mensch sich autark macht und wieder in Einklang kommt auch mit der Natur. Das ist auch mein Ziel. Ja. Um jetzt nochmal um mein Buch zu kommen. Ja, ich habe hier das Buch geschrieben. Ich zeige es jetzt nochmal hier noch ein bisschen näher an die Kamera. So sieht es aus. Unfreie Arbeit ist scheiße. Ich sage ja gleich mal, es ist sehr günstig zu haben. Bei Amazon, also für 5,98 € gibt das Buch bei Amazon. Ihr könnt das E-Book kaufen für 99 Cent und wenn ihr mich spendet, beziehungsweise meinen Kanal abonniert, ihr könnt hier im Kanal auch das kostenlos lesen. Ja, das war das eine. Ach, ich kann auch noch das andere. Ich habe zwei Bücher. Also das eine ist Unfreie Arbeit. Das andere ist ja das Astragon-Spiel eine andere Welt, das Fantasy-Buch. Da komme ich aber dann in einem anderen Video noch dazu. Warum habe ich das Buch geschrieben? Ja, ich war voll im Hamsterrad. Bin ja als 42. Ich habe immer gearbeitet, seit ich 16 bin. Jetzt aber seit circa 3 oder jetzt sind es 4 Jahre. 4 Jahre bin ich aus dem Hamsterrad endgültig ausgestiegen. Davor habe ich noch Briefe zugestellt und Zeitungen. Ja, ich habe halt im Laufe der Zeit gemerkt, dass das alles nur Verarschung ist. Mobbing, Ausbeutung, dass es gar keinen Sinn macht. Seine Lebenszeit für sowas zu vergeuden. Ich habe gemerkt, dass der Mensch erstmal sich selber finden muss, seine Bestimmung finden muss oder sollte, um sein Lebensglück zu finden. Also glücklich war ich nämlich überhaupt nicht in dem Hamsterrad. Ich habe gearbeitet, ich habe ein Auto gehabt, ich habe alles gemacht, was die Gesellschaft mir gesagt hat. Ich war richtig materialistisch in dem Sud drin. Ja, habe auch Fleisch gegessen und so weiter und geraucht und ja, damals noch, also noch sehr unspirituell gewesen. Ja, hat es mir Glück gebracht? Überhaupt nicht. Also, meine Lebensqualität war schlecht, ich war depressiv und habe auch, obwohl ich einen Job gehabt habe, auch gar keinen Erfolg gehabt bei Frauen. Also, wenn jetzt einer denkt, ja, wenn man Arbeit hat, ein Auskommen und dann, nee, das ist es nicht. Das ist, Leute, das ist es nicht. Wer das glaubt, der irrt sich. Und ich habe dann irgendwann gesagt, nee, ich will das irgendwie ändern. Hab dann weniger gearbeitet, hab dann nur Teilzeit, hab meinen Konsum reduziert, ja, hab dann sowieso meinen Führerschein mal verloren und hab dann auch nicht mehr gemacht, den Führerschein, weil das war ja immer so ein Geschieß mit dem Auto. Das Auto, also Auto ist so richtig, so richtig Abhängigkeit, so finde ich das. Also du zahlst, du hast Kosten, du hast Reparaturen, hast Ärger, hast Zorn. Also das Auto ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Weil das dann, wer Auto hat, ist richtig drin in der Matrix. Das ist meine Behauptung. Und ich würde auch jedem empfehlen, in die Stadt zu ziehen. Und dann, weil da braucht man nämlich kein Auto. In der Stadt hast du sowieso viel mehr Möglichkeiten, Gleichgesinnte zu treffen, etc. und so weiter. Hast alles vor der Haustür, dann brauchst du auch kein Auto. Also würde jedem empfehlen, zieht in die Städte, ja. Vergesst das Land, weil du bist wirklich in der Pampa und bist total abhängig vom Auto. Das mal nur so weit. Das behandle ich dann auch noch in meinem Buch. Ja, dem ist jetzt mal ein bisschen so. Ja, gut, jetzt spiegelt's. Okay. Ja, auf jeden Fall.
Ich habe auch psychische Probleme gehabt, aufgrund von Mobbing, und es ging ja so weit, dass ich schon an Panikattacken gelitten habe, also vor die Leute. Ist ja immer noch so, glaube ich, als wenn ich jetzt noch eine Arbeit anfangen müsste, hätte ich Panikattacken. Ich könnte es nicht mehr, ich könnte es auch gar nicht mehr. Ich könnte auch gar nicht mehr in der Firma arbeiten, ich könnte es gar nicht mehr durchstehen. Psychisch einfach. Einfach psychisch, vom Psychischen her kann ich es nicht mehr durchstehen. Ich bringe mich lieber um, bevor ich nochmal in der Firma arbeite. Also hört mal genau zu, auch die ganzen Hater, die da mal kommentieren, ja, geh arbeiten oder die, man sollte mich zwingen. Also nur mal, damit es klar steht, sollte, angenommen, nur mal Hypothese, was ja hoffentlich nie passieren wird, der Staat würde sagen, entweder du gehst jetzt arbeiten in der Firma oder du kriegst jetzt Knast, jetzt zum Beispiel, dann würde ich so tun, als ob ich da mitmache, würde ich sagen, ja, okay. Und dann würde ich irgendwann abwarten, wenn ich halt wieder Freizeit habe, und würde mir dann das Leben nehmen. Und da schwöre ich bei Gott, ich würde mich umbringen. Und dazu gibt es ja viele Möglichkeiten heutzutage. Also es gibt überall Hochhäuser, wo man runterspringen kann, Züge fahren überall, Schlaftabletten mit Alkohol, Föhn ins Bad, heißes Bad mit Wasser und Föhn reinschmeißen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen, Strick, ja, etc., von der Klippe springen. Also da gibt es ja so viel, was man machen kann. Das ist also, Selbstmord war noch nie so einfach wie heute. Also nur, dass mal das klargestellt wird, ich gehe nicht mehr in der Firma arbeiten, bevor ich das mache, bringe ich mich um. Das wird keiner mitkriegen, das würde ich auch nie vermelden oder sonst was. Aber auf jeden Fall, ich bin dafür bereit, jederzeit zu sterben für die Freiheit, also die ich jetzt auch lebe. Ja, dass ich einfach aufstehen kann, wenn ich will, dass ich meinen Tag gestalten kann, wie ich will. Ja, wenn man mir das nimmt, hat mein Leben keinen Sinn mehr. Ganz einfach. Dann bringe ich mich um. Ja, ihr habt richtig gehört. Aber so weit wird es nicht kommen. So weit wird es nicht kommen, weil es ist ja nur so eine Hypothese. Nur mal damit mal die ganzen Hater da mal endlich mal die Schnauze halten. Das sind einfach nur neidische Menschen. Sie könnten selber was machen, sie könnten selber aussteigen, aber nee, sie treten einfach am Hamsterrad und finden es noch richtig und wollen das noch andere Menschen aufzwingen. Das sind für mich böse Menschen, wenn sie sowas machen, wenn sie so sind, und die sollte Herrgott strafen, beziehungsweise werden die gestraft. Und oder was heißt, ich will, dass die natürlich umkehren, das ist natürlich das erste Ziel, ich wünsche niemandem was Böses, aber solche Leute sind einfach Neider, schlechte Menschen, ganz einfach, und dabei der Meinung bleibe ich, ja, weil sie könnten es ja genauso machen, sie könnten ja auch sagen, ich war jeden Fall, also was soll das, und wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich lebe auf andere Leute Kosten, da möchte ich mal sagen, glauben diese Leute, wo das behaupten, wirklich, dass wenn ich nicht mehr existiere, dass sie dann mehr auf dem Geld hätten? Hätten die mehr Geld, wenn man den Hartz-IV-Empfänger das ganze Geld streichen würde? Dann hätten sie vielleicht ein paar Monate, vielleicht selbst wenn man das machen würde, was der Staat niemals machen wird, vielleicht ein bisschen mehr Geld mal auf den Monat, aber das wird alles wieder reingeholt, dann kriegen sie dann weniger Lohn, und der Chef beutet dann noch mehr aus, weil ja viel mehr Menschen in Angst dann jeden Job annehmen, ja. Und damit haben sie eigentlich selber ins Bein pisst. Und es ist immer so beim Neid. Warum anderen Menschen, bloß wenn man selber das harte Leben hat, anderen Menschen das auch aufzwingen wollen? Wäre es nicht geschickter, dass alle sagen, wir verändern und verbessern die Lebensqualität für alle Menschen? Ja, und das nur mal so. Und das waren einfach so meine Gedanken, wo ich gesagt habe, das bringe ich mal zu Papier und da schreibe ich ein Buch drüber. Und habt es jetzt auch auf dem Markt. Unfreie Arbeit ist scheiße. Ja, ihr könnt auch spenden. Wenn ihr mir spendet, könnt ihr mir helfen. Also gerade die Neider, gerade die, wo das jetzt nicht akzeptieren, wie ich lebe, spendet mir, dann komme ich weg vom Hartz IV. Ja, das ist für mich der einzige Weg. Für mich gibt es nur einen Weg, von Hartz IV wegzukommen, und das ist Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung. Das ist für mich der Weg. Einen anderen Weg gibt es nicht für mich. Also es gibt da für mich keinen anderen Weg. Gibt es keine andere Alternative. Ganz einfach. Ja, unfreie Arbeit ist scheiße. Von Jürgen Braun. Das ist jetzt noch mein alter Name, mein männlicher Name. In Zukunft heiße ich ja, oder so im Internet heiße ich ja Julia, das ist jetzt auch mein Transname und wird auch der zukünftige Name von mir sein. Aber das Buch ist jetzt noch Jürgen. Ja. Ja, Arbeit ist scheiße, war auch inspiriert von der anarchistischen Pokerpartei. Ihr kennt ja vielleicht das T-Shirt, anarchistische Pokerpartei, Arbeit ist scheiße. Gibt es ja die T-Shirts.
Das habe ich dann auch noch in meinem Buch erwähnt. Der Slogan Arbeit ist scheiße ist unsprüchlich von der APPD, Anarchistische Pokerpartei Deutschlands. Dieser Wahlspruch der APPD diente mir als Inspiration für mein Buch. Eine freundlich gesinnte Anlehnung zum Inhalt der Aussage Arbeit ist scheiße besteht, dank an die APPD etc. Ja, also, da muss ich auch sagen, jetzt habe ich das T-Shirt bloß dummerweise nicht an. Das hat mich inspiriert. Ja, also da haben wir mir gedacht, Mensch, da müsste man doch ein Buch darüber schreiben. Jetzt lese ich mal ein bisschen noch was vor, so eine Leseprobe, also das Vorwort. In der Antike galt Muse als Ideal. Sokrates beschreibt die Muse als Schwester der Freiheit. Arbeit und Tugend schließen einander aus, stellte Aristoteles fest. Die Arbeit überließ man Sklaven und Ausländern. Vorbildlich lebte der Philosoph Diogenes, der angeblich in einem Fass dem reinen Müßiggang nachging. Als Alexander der Große ihn voll Mitleid nach seinen Wünschen fragte, soll Diogenes nur gesagt haben, geh mir aus der Sonne. Hätte es damals schon die Eurozone gegeben, wäre Griechenland wegen dieser Einstellung wohl rausgeflogen. Weit ins Mittelalter hinein war die Faulheit, Muse, nicht mal in deutschen Landen ein Makel, sondern ein Privileg. Ein Lebensideal, ein Weg zur tieferen Erkenntnis, bei dem die Arbeit nur im Wege stand. Bettler schnorrten damals auch ohne Gitarrenbegleitung. Arbeit wurde nicht so wichtig genommen wie heute. Erst die Neuzeit brachte die Wende. Fortschrittsglaube und Industrialisierung machten den Faulenzer zum ungelittenen Parasiten. Von Arbeit stirbt kein Mensch, aber von ledig und müßiggängen kommen die Leute um Leib um Leben. Denn der Mensch ist zum Arbeiten geboren, wie der Vogel zum Fliegen, wetterte Martin Luther. Das Leben wurde zur heiligen Pflicht, Müßiggang zur Sünde. Arbeit stieg zur zentralen Größe auf. Sozialismuserfinder Karl Marx erklärte die Arbeit zum Zentrum der Menschwerdung und Weltdeutung. Ja. Ja, auf jeden Fall. In meinem Buch behandle ich alles, also ich habe viel recherchiert, auch viel im Internet, war, muss ich sagen, auch viel Arbeit, aber freie Arbeit. Habe ich alles mal zusammentragen, ja, was es gibt, also auch es geht um Zeitarbeit, es geht um Mobbing, es geht um Burnout, es geht um Aussteigen, Aussteigermodelle, ja, autarkes Leben etc. Das wollte ich noch mal vorstellen und es ist sehr günstig zu haben. Also ich bin vom Preis runter, ich mache da echt nicht viel Gewinn. Also das ist ein Klacks, also 6 Euro, das ist ein Witz, also knappe 6 Euro. Und ihr könnt es als E-Book für 99 Cent haben oder hier halt kostenlos lesen. Also ist echt ein Witz. Ja, hilft mir, dass ich weiter mit Schriftstellerei weitermachen kann. Also jetzt, wie gesagt, ohne Startkapital und ohne weiteren Erfolg macht es jetzt auch für mich keinen großartigen Sinn, weiter zum Schreiben. Deswegen konzentriere ich mich jetzt auch zum Beispiel jetzt auch nur auf meinen Kanal und auf andere Sachen. Aber wenn jetzt natürlich ihr mir da unterstützt, würde ich auch sagen, okay, ich schreibe jetzt weiter. Im Momentan tue ich jetzt einfach nur Ideen sammeln. Und wäre dann auch quasi, jetzt bin ich quasi so in die Startlöcher, dass ich dann eben weiterschreibe. Ja, auf jeden Fall, Arbeit ist scheiße von Jürgen Braun, unfreie Arbeit ist scheiße von Jürgen Braun. Überall erhältlich, in jedem Buchhandel. Ja, was ich noch zu sagen wollte, im Buchhandel ist halt so, dass es nicht im Regal steht. Aber wenn ihr da fragt, den Buchhändler, guckt er in seinen Computer und dann kann er euch das Buch rausfinden. Also teilt das Video, spendet für meinen Kanal und kauft euch das Buch, legt euch das zu. Das sind alle Informationen rund um Arbeit und Befreiung aus der Arbeit. Ja, dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende, macht es gut und bis bald. Yo!